Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Folge von meinen Videos vor der Kamera. Und zwar dieses Mal zu einer ausführlichen Review zu der neunten Generation, also zu Pokémon Karmesin und Purpur. Und ich habe zu den Spielen wirklich einiges zu sagen. Seitdem die draußen sind, habe ich quasi pausenlos gespielt, um halt sofort einen Challenge-Run fertig zu bekommen und um halt hier die Review möglichst früh raushauen zu können. Ich wollte aber nichts überstürzen, ich wollte wirklich alles vom Spiel gesehen haben, bevor ich eine Review mache. Und das ist jetzt der Fall. Und ich habe einiges dazu zu sagen. Es sind wohl die größten Pokémon-Spiele, die wir bisher hatten, was halt die offene Welt und so weiter angeht. Es sind recht ambitionierte Pokémon-Spiele und leider auch Spiele mit extrem vielen Problemen. Ich werde direkt mal so ein bisschen das Wichtigste ansprechen, was im Raum steht. Die Spiele sind ein technisches Wrack und das kann man auch nicht kleinreden. Die Spiele sind verbuggt des Todes, absolut unfertig und ja, einfach nur schrecklich anzusehen. Die Grafik ist furchtbar für dieses Jahrzehnt, muss man leider sagen, und es ist eine Frechheit, dass die Spiele so erschienen sind. Davon abgesehen allerdings hat Gen 9 auch positive Sachen zu bieten und die will ich außerdem ansprechen, also es geht hier nicht nur um Negatives, das hier ist keine reine Zerstörung oder so. Ich will auch die guten Sachen auf jeden Fall, naja, adressieren, weil das würde ich gerne wiedersehen oder vielleicht sogar noch in verbesserter Form später wiedersehen in anderen Pokémon-Spielen. Ich werde Timestamps auf jeden Fall ins Video packen, damit ihr euch das anschauen könnt, was ihr wirklich über das Spiel hören wollt. Ich werde natürlich versuchen, jetzt nicht zu sehr zu spoilern, weil es ja immer noch eine Review sein soll, die sich auch Leute anschauen können, die das Spiel blind spielen wollen. Ich muss aber dazu sagen, Gen 9 hat nicht ultra viel Story und dementsprechend, naja, ist es halt schwierig, nicht zu spoilern im Endeffekt, weil das Einzige, was ich spoilern könnte, sind die Kämpfe und über die muss ich natürlich reden. Aber gut, kommen wir erstmal zum Grundkonzept und auf das Technische und die Bugs und so weiter komme ich später zu sprechen, das werde ich auch ausführlich behandeln. Es geht erstmal darum, wir haben hier die Paldea-Region, also eine neue Region, wie so häufig bei neuen Gens in Pokémon, und die ist angelehnt an Spanien und das Ganze ist eine Open World. Und das gab es bei Pokémon noch nicht so wirklich bisher. Es gab Legende Arceus beispielsweise, was so ein bisschen da reingetippt ist in diese Art von Spiel, allerdings war das da noch in den Kinderschuhen und in Gen 9 ist es dann noch mehr extremer und es ist eine zusammengehangene Welt und nicht halt einfach kleinere offene Gebiete, wie es bei Legende Arceus der Fall war. Und ja, es gibt tatsächlich 18 Orden, könnte man sagen, verteilt auf 3 Storypfade. Und da haben wir zunächst mal die 8 Orden, wie man sie kennt aus Pokémon, in Arenen. Wir haben tatsächlich 5 Herrscher-Pokémon, durch die man auch Orden bekommt und die sind so ein bisschen angelehnt an die Herrscher-Pokémon aus Gen 7. Ja, und wie die sind, werde ich auch noch durchsprechen. Und es gibt noch Team Star. Das ist mal wieder ein böses Team. Nicht unbedingt das Beste, was wir je hatten, aber es existiert. Und wenn man deren Leader aufhält, dann bekommt man halt ebenfalls Orden. Wir kommen also insgesamt auf 18 Stück. Das ist die Anzahl der Pokémon-Typen, die es gibt. Und dementsprechend wird jeder Typ behandelt. Und das finde ich ein sau cooles Konzept. Du hast eine offene Welt, du hast diese 18 Orden. Du kannst quasi entscheiden, in welcher Reihenfolge du das abklappern willst und ja, das ist einfach gelungen und ich hätte das gerne wieder in Generation 10 oder wo auch immer. Aber leider birgt das Ganze auch sehr viele Probleme. Ich werde auf alle 3 Pfade ausführlich eingehen. Ich werde auch über das Postgame sprechen, was durchaus auch existiert und auch über die Open World. Und ich würde sagen, mit der fangen wir jetzt mal so richtig an. Man kann über die Open World schon mal direkt sagen, dass sie ungefähr angeordnet ist wie ein Donut. Man hat in der Mitte den Schlund von Paldea, so ein nebelverhangenes Gebiet, was man zunächst mal nicht begehen kann, und dann halt drumherum die eigentliche Region mit den 18 Orden. Und unten in der Mitte ist die Hauptstadt, wo man auch startet, und dort steht eine große Universität, bei der man zur Schule geht. Denn man ist bei dem Spiel hier ein junges Kind, was halt seinen ersten Schultag hat und dann halt, nachdem es die Universität kennengelernt hat, sich auf eine Reise begibt, um die 18 Orden zu holen. Das ist halt das Grundkonzept. Und wie gesagt, die Reihenfolge der Orden kann man sich dann frei auswählen. Da kommen wir jetzt aber auch schon zum größten Problem bei diesem Spiel hier. Denn das freie Auswählen der Orden funktioniert einfach überhaupt nicht. Und wisst ihr auch wieso? Es gibt absolut kein Level-Scaling. Wer hat sich das bitte ausgedacht? Das zerstört von vornherein praktisch das gesamte Grundkonzept der 9. Generation. Wenn ihr beispielsweise zu Beginn des Spiels auf einen Orden trefft, weil ihr da halt gerade zuerst hinlaufen wolltet, der auf Level 30 angesetzt ist, dann wird er auch auf Level 30 sein, auch wenn ihr bisher noch keinen Orden geholt habt. Ihr werdet also dort antreten und gnadenlos zerschellen. Ja,
Und wenn ihr beispielsweise doch Glück hattet und ihr habt starke Pokémon in der Wildnis gefangen, die halt stark genug waren, um einen späteren Orden zu holen, und ihr trefft dann später erst auf die Orden, die eigentlich als erstes angesetzt waren von der Levelkurve her, dann werdet ihr dort alle Pokémon one-shotten und der Orden ist praktisch nichtig und absolut keine Herausforderung mehr. Wer ist auf die Idee gekommen, wirklich praktisch alle Orden sofort zugänglich zu machen und dann kein Scaling einzuführen? Und ganz ehrlich, es wird ja sogar noch schlimmer. Du bekommst nicht mal angezeigt, wenn du halt vor einem Bossgegner oder vor nur einem Trainer in der Open World stehst, ob der gerade überlevelt ist. Wenn man beispielsweise mit einem Team aus Level 20 Pokémon vor einem Trainer auf Level 30 steht, wird man in keinster Weise vorgewarnt, nicht mal bei Bossen. Man rennt da rein, zerschellt und hat einfach Pech gehabt. Wer hat sich das ausgedacht? Und es gibt auch keinerlei Indizien, welchen Orden man zunächst machen soll. Es gibt im Endeffekt eine klare Reihenfolge, wenn man sich die Levelkurve anschaut. Die muss man aber selber rausfinden. Und das ist einfach nur frustrierend und komplett unnötig. Es wirft das gesamte Konzept von der freien Ordenauswahl praktisch komplett über den Haufen. Ich meine, man kann natürlich von dem Konzept ein bisschen profitieren, wenn man beispielsweise gerade für den Wasserorden noch nicht so stark ist, weil das Matchup schlecht ist. Und dann könnte man den nächsten in der Levelkurve vorziehen. Da kann man noch so ein bisschen von dem Konzept profitieren. Das ist aber bei weitem nicht genug. Und wenn sie jemals wieder so ein System machen in der Open World, dann müssen sie definitiv Scaling einführen oder einem zumindest sagen, wo man zunächst hin soll, von der Levelkurve her. Ansonsten ist es einfach bescheuert. Das sind aber leider auch nicht die einzigen Probleme von der Open World, denn da gibt es noch einige. Beispielsweise ist das Bewegen auf der Overworld wirklich anstrengend stellenweise. Es fängt schon damit an, dass man zwar ein gutes Reittier hat, und zwar das Legi, was man halt je nach Spiel bekommen hat, direkt zu Beginn. Allerdings gibt es überall in der Welt halt Pokémon, die frei rumlaufen, was sich erstmal cool anhört. Die sind aber stellenweise, vor allem die Basisformen, dermaßen klein, dass sie einfach im hohen Gras untergehen und dann reitet man aus Versehen gegen die und wird in den Kampf verwickelt. Und wieder in den Kampf verwickelt. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Es passiert die ganze Zeit. Weil du die stellenweise überhaupt nicht sehen kannst, weil sie 2 mm vor dir aufploppen aufgrund der Render-Distanz und den ganzen technischen Problemen. Das heißt, das ist relativ anstrengend. Und die Pokémon, die frei in der Open World rumlaufen, was ja erstmal cool ist, haben praktisch gar keine Gimmicks. So gut wie alle davon laufen oder schwimmen einfach nur vor sich hin im Kreis und das war's. Die interagieren nicht mit der Overworld, die kleben nicht in Bäumen oder so, die haben praktisch gar nichts Besonderes an sich. Auch in Höhlen oder so, da passiert nichts Besonderes. Und wo wir schon bei Höhlen sind, es gibt praktisch gar keine Höhlen. Es gibt auch keine Dungeons, es gibt auch eigentlich gar keine großartigen Strukturen auf der Overworld. Es ist alles leer. Es ist unironisch, einfach alles leer, du kannst nichts finden. Alles, was du vielleicht bekommen kannst, wenn du dich umsiehst auf der Overworld, sind ein paar Items, ein paar TMs und du kannst Raids machen und so. Zu denen kommen wir noch. Das ist wirklich alles und ich kann wirklich nicht verstehen, wie das passiert ist. Und so hart es sich anhört, wir sind noch nicht fertig mit der Overworld und mit den Problemen. Reden wir mal über die Städte. Es gibt einige Städte logischerweise, weil es eine recht große Region ist. Ratet mal, was bei denen das Problem ist. Was ist das Dämlichste, was man sich einfallen lassen könnte, um Städte in Pokémon abzuwerten? Ja, wie wär's damit, wenn man einfach in gar keine Gebäude mehr rein kann? Was zur Hölle haben sich die Entwickler dabei gedacht, einfach praktisch sämtliche Innenräume von Gebäuden zu streichen? Selbst in Gen 1 konntest du in praktisch jedes Gebäude reingehen. Und das ist einfach ein Staple des gesamten Franchises. Was zur Hölle ist hier schiefgelaufen? Und es ist wirklich vollkommen egal, ob ich da über die Hauptstadt rede, über beispielsweise Läden oder über einfach nur random Gebäude in kleinen Dörfern. Du kannst praktisch in kein Gebäude rein. Und es geht sogar so weit, dass beispielsweise bei der Akademie, der Orangenakademie, bei der man zur Schule geht, gar keine richtige Akademie existiert. Können wir mal darüber reden? Du bist quasi in diesem Schulgebäude, hast eine Haupthalle und dann redest du mit einem NPC, um dich in die einzelnen wichtigen Räume der Schule zu porten. Und dann sind auch nur diese paar kleinen Räume da. Es gibt keine Flure, die das alles vernetzen zu einer einzigen riesigen Schule. Es ist kein Hogwarts für Pokémon oder so. Du hast einfach nur ein paar ausgewählte Räume, die komplett hingeschissen wirken stellenweise. Und das ist alles. Und das, obwohl die Akademie so sehr im Fokus stehen soll von dem Spiel, beziehungsweise, ja, es wurde ja mehrfach thematisiert, auch in Trailern und so. Was zur Hölle ist da schiefgelaufen?
hatten sie wirklich so wenig Zeit beim Entwickeln, dass sie es nicht mehr geschafft haben, auch nur ein Scheißgebäude zu entwickeln? Ich meine, selbst die Läden, wie gesagt, du gehst rein in einen Laden und da kommt einfach nur ein Menü, wo du Items kaufen kannst. Es gibt nicht mal mehr einen Tresen, zu dem man gehen kann, um mit einem NPC zu reden. Das wurde alles weggestrichen. Ich habe den Eindruck, dass bei der Open World so viel Zeit draufgegangen ist, dass Game Freak einfach keine Zeit mehr hatte für irgendwas anderes. Und wir werden das heute noch einige Male sehen. Es gab beim Entwicklungsprozess unzählige Sachen, die gestrichen wurden oder für die einfach keine Zeit war. Und ich werde es nicht totschweigen oder so, ich werde es eiskalt in der Review ansprechen, weil es wichtig ist. Ja gut, aber wie gesagt, wir haben noch andere Sachen zu bereden. Reden wir mal über die eigentliche Fortbewegung in der Open World. Man reitet, wie gesagt, die meiste Zeit über auf seinem Cavaligi, was man direkt zu Beginn bekommt. Dieses Cavaligi hat aber zu Beginn nicht seine volle Kraft und muss erstmal Fähigkeiten freischalten, um sich angenehmer in der Open World bewegen zu können. Beispielsweise kann es zu Beginn nicht sprinten. Es läuft also relativ lahm auf einer ziemlich großen Welt. Das ist ein bisschen anstrengend. Es kann aber beispielsweise auch zu Beginn noch nicht schwimmen, gleiten oder klettern. Und da kommen wir zu gigantischen Problemen. Habt ihr schon mal ein Open-World-Spiel gespielt, wo ihr eigentlich einen Berg hoch wolltet, aber ihr findet den Weg einfach nicht? Und dann müsst ihr komplett außen rumlaufen und es dauert eine Ewigkeit und ihr seid mega genervt? Das werdet ihr leider in Generation 9 praktisch im gesamten Playthrough haben, weil man das Kletterfeature, das Wichtigste, erst ganz am Ende bekommt. Cool, das macht richtig viel Spaß, oder? Es macht auch richtig viel Spaß, wenn man beispielsweise bereits schwimmen kann und da denkt, okay, ich kann mich jetzt in Bächen und so fort bewegen. Und dann fällt man in den Bach rein und kann nicht hoch genug springen stellenweise, um aus dem Wasser wieder rauszukommen. Und dann schwimmt man gefühlt einen Kilometer, um irgendwo zu einer Werft zu kommen, wo man halt wieder aus dem Wasser rauskommt. Das sind so Open-World-Probleme, die hatte ich bei Spielen wie, was weiß ich, GTA San Andreas von vor zig Jahren, wo man ins Wasser fällt und dann genervt ist, dass man nicht mehr rauskommt. Oder, ja, in Skyrim, wenn ich irgendeinen Berg nicht hochkomme. Es gibt so viele gute Mittel und Wege, diese Open-World-Probleme zu fixen mit der Bewegung und Game Freak hat diese Lösungen sogar, hält sie aber bis zum Late-Game zurück, ohne wirklichen Sinn. Und das kann stellenweise echt ein bisschen anstrengend sein. Ja, ihr merkt also, die Open World bietet zwar Möglichkeiten, wenn man halt natürlich offen überall hingehen kann, viele Pokémon fangen kann und viele Items finden kann. Die Open World ist aber schlecht im eigentlichen Spielkonzept eingebunden und hat unendlich viele Probleme. Und Bugs, wie gesagt, auch, aber dazu später mehr. Aber gut, reden wir jetzt mal über die drei Pfade und ich würde sagen, wir starten mit dem Wichtigsten. Und das sind natürlich die Arenen und auch später die Pokémon-Liga. Ich muss schon sagen, mir persönlich sind Arenen bei Pokémon ziemlich wichtig, weil es sind praktisch die Highlights des Playthroughs. Wenn die nicht stimmen, dann fehlen einfach die spannenden Bosskämpfe und das muss einfach sitzen. Und da kann ich glücklicherweise sagen, die eigentlichen Arenaleiter in Generation 9 sind eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Wenn man das vergleicht mit anderen Pokémon-Spielen, sind die auf einem relativ starken Level und das ist auch gut so. Bereits die ersten Arenaleiter haben sofort drei Pokémon, was mich sehr positiv überrascht hat. Und jeder Arenaleiter besitzt auch ein Terra-Kristallisierungs-Pokémon, eine Mechanik, zu der ich später noch kommen werde. Keine Sorge, das werde ich auch ansprechen. Und ja, das ist halt der hier Ace. Und für gewöhnlich sind es auch ziemlich häufig Pokémon, die halt nicht den Typen haben von der Arena, aber durch die Terra-Kristallisierung werden die dann zum Typ der Arena und dann können ganz coole, ja, Synergien entstehen. Beispielsweise hat der Pflanzen-Arenaleiter einen Mogelbaum, was ja eigentlich keine Pflanze ist, aber durch die Terra-Kristallisierung wird es Pflanze und es passt natürlich gut zum Design von Mogelbaum. Da werden einige kreative Sachen gemacht und es hat mir immer Spaß gemacht. Ich muss jetzt aber leider auch was sehr Negatives ansprechen über die Arenen und das hat mich persönlich sehr, sehr schockiert. Und zwar kann man in die Arenen gar nicht reingehen und es gibt auch keine richtigen Arena-Rätsel. Ich mache wirklich keine Scherze, die wurden weggespart. Es ist einfach nur traurig. Es ist genauso wie mit den Gebäuden in der Overworld bzw. in den Städten. Man kann nicht richtig in die Arena rein. Du gehst in die Arena-Gebäude, es ist jedes Mal dieselbe hässliche Rezeption und da wirst du rausgeschickt in die eigentliche Stadt und dort findet dann das Arena-Rätsel statt und auch später der Bossfight. Unter freiem Himmel, das war's. Und man denkt zunächst mal, okay, das ist ja vielleicht mal ganz interessant halt, in der eigentlichen Stadt das Rätsel zu machen, könnte ja ganz cool werden. Und bei der ersten Arena, was die Levelkurve angeht, und zwar der Käferorden, gibt es sogar einen Parcours, wo man quasi einen Ball, der olivenförmig ist, durchballern muss, um später ein Tor zu treffen, an Hindernissen und Trainern vorbei. Eigentlich eine relativ coole Sache. Es wird einem nur leider nicht gesagt, dass das auch schon das Highlight war.
Praktisch alle anderen Arena-Rätsel sind komplett hingeschissen. Allein schon das zweite besteht daraus, einfach in der Stadt 10 Sonfloras zu finden. Obwohl sogar 20 oder so gefühlt versteckt sind, wenn man zu dumm ist, die 10 Stück zu finden, die man braucht. Die haben einfach nur Copy-Paste diesen Sonflora-Sprite irgendwo hingesetzt und fertig. Und wenn die einem später folgen, leckt das Spiel auch noch mega, weil das Spiel mit den ganzen Sonflora-Sprites nicht zurechtkommt. Ein absolutes Trauerspiel. Bei der Wasserarena zum Beispiel gibt's einfach gar kein Rätsel mehr, da muss man nur dem Arenaleiter in eine andere Stadt hinterherlaufen, weil der seine Geldbörse vergessen hat. Ja, und da macht man einen Kampf gegen einen Random-Trainer, irgendeine komische Auktion, bei der man fast nur A drücken muss und das Ganze ist gegessen. Dann kann man zum Bosskampf gehen. Es ist wirklich komplett witzlos. Und das Ganze wird auch zum Ende hin nicht wirklich besser. Nehmt beispielsweise den Psycho-Orden, den habe ich persönlich als 7. Orden gemacht. Man musste einfach eine Gefühlsgymnastik machen mit einem Mediti und einer Trainerin zusammen und einfach irgendwelche Richtungstasten drücken, je nachdem, wie es gerade auf dem Screen steht. Das Ganze ist gemacht für Zweijährige. Man kann sogar permanent die falschen Knöpfe drücken, es passiert einfach gar nichts, man gewinnt trotzdem. Absolute Zeitverschwendung und komplett cringe. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich 3 Jahre alt. Und dazwischen werden Random Trainer gespammt. Der 8. Orden ist auch nicht besser und die anderen ebenfalls nicht. Es ist wirklich grauenvoll. Praktisch alles, was die Arenen angeht, was nicht die eigentlichen Bosskämpfe sind, ist einfach komplett hingeschissen und absoluter Schmutz. Und da habe ich noch nicht mal ansatzweise angesprochen, wie cringe einige Charakterdesigns hier sind. Es gibt beispielsweise irgendein komisches Anime-VTuber-Twitch-Streamer-Mädchen als Rektor-Arena-Leiterin mit Spitzen als Zähnen, die komplett schrecklich aussieht und mitten in ihrem Dialog einfach Donations bekommt, Props dafür. Es ist wirklich unangenehm, ich weiß nicht, welche 12-jährigen Jungs da angesprochen werden sollten, aber das finde ich ganz kritisch. Und es gibt beispielsweise eine richtig geile Battle-Rap-Arena mit Lines wie diesen hier. Meine Rhymes schlagen ein wie Dynamit, mach dich bereit für den unschlagbaren Beat. Du hast echt eine Macke, kleiner Möchtegern, lern lieber rappen und halt dich von mir fern. Geh heim, lass es sein, ich sag nein. Und schon ist es aus, was ein mieser Gag, gibt's in niemanden mit genügend Swag. Sobiris bei Nacht steht wacht und gibt Acht, ganz allein muss das sein, nein, oh nein. Wer hat sich diese Scheiße hier ausgedacht? Wenn ich solche Lines hier vorlese, dann ist es vielleicht für einige Leute ganz witzig. Aber im eigentlichen Gameplay, es ist einfach nur unfassbar deplatziert und absolut unangenehm. Ich weiß nicht, welche 40-jährigen oder 50-jährigen Entwickler da die Boomer waren, die diese Stellen eingebaut haben, aber bitte zieht euch einfach zurück aus der Videospielproduktion. Ihr habt keine Ahnung von der heutigen Jugend und es hat sich permanent so angefühlt, als würde ich irgendwelche CDU-Werbespots sehen, die die Jugend ansprechen sollen. Es ist so unfassbar cringe, ich habe sowas noch nie in meinem Leben erlebt. Ich meine es wirklich vollkommen ernst. Ja, also mit den Arenen kann man außerhalb der Bosskämpfe nicht so viel anfangen, aber die Bosskämpfe sind zumindest gut. Was aber Gott sei Dank auch vorkommt bei diesem Pfad hier, ist tatsächlich Nebila, die Rivalin, und die will ich hier mal ein bisschen loben. Das ist endlich mal wieder eine Rivalin, die ich wirklich mochte. Die hat ein schönes Design, die ist direkt sympathisch und die hat auch ein gutes Team. Das ist tatsächlich immer wieder ein sehr netter Bossgegner, der zwischen Arenen mal auftreten kann. Ja, aber natürlich hat man hier auch mal wieder ein paar Sachen verkackt und die muss ich natürlich ebenfalls ansprechen. Beispielsweise hat Nemila den schlechten Starter gegen euch, nicht den, der euch sehr effektiv trifft. Und das liegt daran, dass es später noch einen NPC gibt, der einen guten Starter gegen euch verwenden möchte, der kommt aber nur einmal vor, die Rivalin zig Male. Und auch später noch. Die wäre also deutlich besser mit dem guten Starter ausgestattet gewesen. Man hat sich aber dagegen entschieden, um das Spiel leichter zu machen für 5-Jährige. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ja, aber es geht noch weiter. Wenn man gegen die Rivalin verlieren sollte, dann wird der Kampf gelöscht. Er wird einfach entfernt. Es kommt ein Dialog, dass man sich gut geschlagen hat, aber vielleicht wird es ja was beim nächsten Mal. Und dann geht die Rivalin weg und man kann es nicht doch mal probieren. Tolle Mechanik, oder? Wirklich 1A. Natürlich kann man vorher speichern, aber warum ist das so? Das war stellenweise schon in anderen Gens so und es ist absolut furchterregend. Warum muss man nicht zumindest jeden Bosskampf schaffen, in den man reingeworfen wird? Es gibt doch eh schon nicht so viele. Aber gut, an sich ist Nebila erstmal eine Bereicherung für das Franchise und ich mag sie. Und auch wenn es mit ihr stellenweise Probleme gibt, hat sie zumindest ganz nette Bossfights. Ja, was aber auch noch stattfindet bei diesem ersten großen Pfad,
ist natürlich später die Pokémon-Liga. Die arbeiten natürlich fest zusammen mit den Arena-Orden, also muss man da erstmal alle geschafft haben. Und dort gibt es mal wieder eine Top 4 und einen Champ. Alles so, wie man es gewohnt ist. Aber auch hier gibt es wieder Probleme. Es gibt beispielsweise zunächst mal eine mündliche Prüfung, die kompletter Nonsens ist. Du musst quasi Fragen beantworten, die nicht gerade gut designt sind, natürlich sind sie das nicht, in einem ellenlangen Dialog. Und wenn du einmal missklickst oder was falsch beantwortest, wirst du rausgeworfen, hast die Prüfung verkackt und musst nochmal komplett durch den Dialog durch. Der stellenweise 5 Minuten dauern kann, vielleicht auch mal länger. Es ist einfach nur sinnlos und belanglos und es hätte niemand gebraucht. Das Traurigste ist aber die eigentliche Pokémon-Liga. Ich weiß nicht, ob ich es heute schon erwähnt habe, aber man kann in G9-Jahren praktisch keine Gebäude rein. Also wie haben sie die Liga denn umgesetzt? Ganz einfach. Man bekämpft die gesamte Top 4 in einem generischen Raum, der aussieht, als wäre er aus Minecraft-Diamantblöcken gebaut worden. Ohne Hintergründe, ohne Designs für die Top 4-Mitglieder. Es ist komplett dahin geklatscht. Zudem sind diese verdammten Top 4-Mitglieder stellenweise einfach nur Lehrer, die man eh schon kannte, und sie haben sogar für das eine Top 4-Mitglied einen Arena-Leiter recycelt. Zugegebenermaßen, das war auch mein Lieblings-Arena-Leiter, aber warum zur Hölle ist die Liga dermaßen hingeschissen? Das ist die erbärmlichste Präsentation einer Pokémon-Liga, die es jemals gab. Wirklich. Generation 1 hatte eine coolere Pokémon-Liga. Auf dem Gameboy. Das ist ein absolutes Armutszeugnis. Die eigentlichen Bosskämpfe sind eigentlich ganz okay. Die haben mal wieder Monotypes und später dann halt als Ace ein Terra-Kristallisierungs-Pokémon. Und die haben auch jeweils 5 Pokémon insgesamt. Die sind also nicht so schwach aufgestellt. Ich muss aber leider sagen, dass mich der Champ-Fight ein bisschen enttäuscht hat. Also der hätte deutlich schwieriger sein können. Ich werde aber dort zumindest nicht den Charakter spoilern. Das wäre unnötig, deswegen, naja, könnt ihr euch da ein bisschen überraschen lassen, würde ich sagen. Ja, aber was bleibt jetzt insgesamt hängen bei diesem Pfad hier? Eigentlich praktisch gar nichts. Es gibt keine wirkliche Story, die das Ganze begleitet, also es gibt nicht gerade viel dahingehend. Und es ist eigentlich nur Bossfight-Gespamme und alles drumherum wurde so gut wie möglich weggespart wie möglich, um so schnell wie es geht das nächste Spiel rausballern zu können, naja, um wieder doppelt abzucachen. Aber gut, wir kommen mal zu den anderen Pfaden und damit auch zu den Herrschern. Ich denke, ich sollte für diejenigen, die die 7. Generation nicht gespielt haben, mal kurz erklären, was die Herrscher damals waren. Man musste quasi Inselprüfungen ablegen und die haben ähnlich funktioniert wie Arenen. Es gab also zunächst mal ein Arena-Rätsel und dann als Bossgegner kam kein Arena-Leiter, sondern ein sehr starkes wildes Pokémon, was Boost bekommen hat auf seine eigenen Werte, um extrem gefährlich zu werden. Die Pokémon hatten auch stellenweise ziemlich heftige Movesets, also sehr starke Attacken, und die konnten sogar Partner rufen, also andere wilde Pokémon, mit denen die dann zusammengekämpft haben, gegen ein Pokémon von euch. Ihr konntet zwar selbst noch ein ganzes Team spielen, also so ist es nicht, aber dennoch waren diese Herrscher absolute Nuzlocke-Killer, mit die schwierigsten Stellen im gesamten Franchise und absolute Highlights. Die Leute wollten die Herrscher also wiederhaben, weil die cool waren und schwer. In Gen 8 kamen sie aber nicht. Doch jetzt kamen sie in Gen 9 zurück. Und wie wurden die umgesetzt? Naja, natürlich absolut schrecklich. Was soll ich dazu sagen? Du gehst zu denen hin, das sind auch vollwertige Orden quasi, halt Pfad 2. Und dann kämpfst du gegen ein riesiges Pokémon, ähnlich wie in Gen 7. Und du denkst, alles klar, der bekommt jetzt Omniboost oder so, aber nö, der bekommt gar keine Boost auf seine Werte. Das ist praktisch einfach nur ein wildes Pokémon ohne Buffs. Du kämpfst also dagegen, es ist praktisch One-Shot und kann sich in keinster Weise wehren, wenn du ein richtiges Team spielst, und dann wird der Kampf abgebrochen, wenn das Herrscher-Pokémon nur noch einen Strich Leben hat. Und dann läuft es woanders hin auf der Overworld und frisst ein Gewürz, was zur Story gehört. Und dann kommt Pepper, ein NPC, mit dem man zusammenkämpft, der spielt eine große Rolle für den zweiten Pfad, also für dessen Story. Der will nämlich geheime Gewürze suchen, um damit Pokémon zu heilen. Und dann kämpft man zusammen gegen Pepper, nochmal gegen den Herrscher, der ein bisschen stärker wurde, beziehungsweise der dann mehr Leben hat. Dadurch, dass man aber zusammen mit einem NPC kämpft, kann man praktisch nicht gegen diesen Herrscher verlieren, nach wie vor. Ja, und richtige Boost auf seinen Angriff oder so bekommt der Herrscher auch nicht. Es ist praktisch undenkbar, auch nur einen Herrscherkampf im Spiel zu verlieren, und deswegen sind alle davon komplette Zeitverschwendung. Bis auf der letzte. Und das finde ich richtig bedenklich, denn beim letzten haben sie es besser gemacht. Warum denn nicht bei allen?
Tatsächlich ist der letzte Herrscher ein bisschen schwieriger, denn wenn man den in der zweiten Phase zusammen mit Pepper besiegt, naja, ich will jetzt nicht zu sehr spoilern, aber der Kampf ist dann nicht vorbei. Also es geht noch ein bisschen weiter und er ist wesentlich spannender als die anderen Herrscher und hat auch ein cooles Gimmick. Wie gesagt, ich will nicht zu sehr spoilern. Theoretisch hat dieses ganze Herrscherprinzip sehr viel Potenzial. Es sind die spannendsten Kämpfe gegen wilde Pokémon, die ich jemals hatte, in Gen 7. In Gen 9 allerdings war das absolut überschaubar. Ich habe einen Run gemacht, wo ich den Wasserstarter gespielt habe, ohne ihn je zu entwickeln und war stellenweise nicht mal wirklich überlevelt und habe diese Herrscher zerstört, stellenweise ohne Boosts. Das ist einfach nicht in Ordnung. Stellt euch vor, ihr habt ein volles Team. Komplette Zeitverschwendung. Und wir reden da leider von insgesamt 5 Orden. Naja, und es gibt insgesamt nur 18. Das ist ein riesiger Teil des Spiels, der komplett hingeschissen wurde. Ja, und der keinerlei Schwierigkeit bietet. Ja, und dann gibt es später noch einen Fight gegen Pepper, wenn man mit dem ganzen Rest zu Ende ist. Das ist quasi das Liga-Äquivalent, also der Abschluss dieses Pfades. Und Pepper hat dann ein sehr starkes, ausgewogenes Team und insgesamt 6 Pokémon. Der Kampf war cool. Ja, aber darüber hinaus hat diese Herrscher-Story nicht viel zu bieten. Ich will aber hier zumindest ein bisschen Pepper loben als Charakter, weil diese ganze Charakter-Arc, wie er seinen Hund heilen möchte mit den Gewürzen, ja, das war relativ gefühlvoll und auf jeden Fall schön inszeniert, das mochte ich und das war hier das Highlight. Wem aber Story nicht so wichtig ist, der wird bei den Herrschern leider nicht so viel Spaß haben. Es ist leider echt ein bisschen lame. Aber dann gibt es natürlich auch noch Team Star, also das böse Team, und das ist der dritte Pfad. Und man muss, wie gesagt, deren Leader aufhalten, um weitere 5 Orden zu erhalten, sodass wir insgesamt auf 18 kommen. Ja, was soll ich sagen, Freunde? Das gesamte Team Star ist nicht cool. Es ist einfach cringe, unangenehm und es geht bei der Story von denen um Mobbing und so weiter. Und es mag ein Thema sein, was viele Kinder auf jeden Fall abholt, weil es halt die beschäftigt in ihrem Alltag und das mag auch alles ganz nobel sein. Aber das als Erwachsener zu spielen, ist einfach wirklich unangenehm und die Charakter-Designs von den Team Star-Bossen sind stellenweise die grässlichsten, peinlichsten Charakter-Designs, die ich im gesamten Franchise jemals ertragen musste. Und das ist wirklich schade. Sehr, sehr schade. Aber gut, wie sieht es mit dem Gameplay aus? Sobald man die Basen erreicht hat von den Team Star-Mitgliedern, passiert Folgendes. Man muss in der Basis von diesen Team Star-Leuten quasi Pokémon von den Rüpeln besiegen, die frei auf der Oberwelt rumlaufen. Und dafür darf man 3 Pokémon mitnehmen aus einem eigenen Team, die man ebenfalls einfach auf die Oberwelt wirft, sodass die von sich aus kämpfen. Das Ganze sind Autokämpfe, die man auch normalerweise auf der Oberwelt machen kann, um schneller zu leveln bzw. auch um Crafting-Materialien zu farmen. Dazu komme ich noch. Ja, aber im Endeffekt ist es jedes Mal dasselbe Event, es ist reines Button-Smashing und absolut unverlierbar. Für einen Raid von so einer Basis hat man 10 Minuten Zeit und ich habe stellenweise selbst in meinem Challenge-Run keine 3 Minuten gebraucht. Man kann sich auch permanent dazwischen heilen, ohne Konsequenzen oder Kosten, an Automaten. Man kann da legit nach jedem Kill gegen ein gegnerisches Pokémon einfach so wieder hinrennen, ohne Limits. Wer hat sich das ausgedacht? Reine Zeitverschwendung, es sieht jedes Mal gleich aus und ist absolut hässlich. Also, das ist wirklich furchtbar. Die eigentlichen Bossgegner von Team Star will ich aber zumindest ein bisschen loben, weil das sind ganz nette Bossfights. Die haben aber auch Probleme. Und zwar stehen diese Trainer tatsächlich auf ihren Autos und diese Autos sind getunte Knattertoxe. Knattertox ist ein G9-Pokémon, was ein Auto repräsentiert, also so gesehen ein neues Gegenstands-Pokémon. Das kann man auch selbst trainieren, aber diese getunten Versionen kann man selbst nicht haben. Und die haben quasi ganz normale Monotype-Teams, wie halt Arena-Leiter. Und ihr letztes Pokémon ist immer das eigentliche Auto und das hat eine fette Lebensleiste, eigene Custom-Fähigkeiten und ist angepasst an deren Typ und hat auch entsprechende Moveset. Es ist halt ein ultimatives Ace. Ich muss da definitiv positiv hervorheben, dass diese Autoboss-Kämpfe relativ schwierig werden können zum Ende des Spiels hin. Also das sind mit die stärksten Bosse unter diesen 18 Orden. Das Blöde ist nur, dass die ersten beiden Autotrainer hier nur 2 Pokémon besitzen, die sind also nicht wirklich gefährlich. Ja, und leider ist es halt auch wirklich immer dieselbe Mechanik. Die Autos unterscheiden sich zwar so ein bisschen, es fühlt sich aber jedes Mal relativ gleich an und das Ganze 5-mal zu erleben in jedem Playthrough,
Naja, das ist halt nicht so innovativ auf Dauer. Also Game Freak hat in diesem ganzen Pfad hier jetzt nicht krass viel Arbeit gesteckt, leider. Und das merkt man sehr, sehr eindeutig. Ja, und dadurch, dass ich die Story auch nicht so sehr gefeiert habe, hat mich Part 3 jetzt so semi abgeholt, sagen wir es so. Wenn man aber dann fertig ist mit Team Star, muss man später noch deren Leader aufhalten. Und da gibt es dann noch einen Plot-Twist und so weiter und ja, weitere Bonus-Boss-Fights. Und das ist dann das große Finale dieses Pfades. Ich will aber noch eine weitere Sache ansprechen, die mich bei Team Star gestört hat. Und zwar gibt es bei diesen Auto-Boss-Fights offensichtlich Restriktionen für den Spieler. Und zwar kann man da stellenweise einfach kein Schlafpuder drauflegen auf die Autos. Oder kein Leech-Seed oder kein Gärner zum Beispiel. Die Autos sind gegen vieles immun. Das wird dem Spieler aber nie erzählt und einfach verschwiegen. Und bei meinen persönlichen Challenge-Versuchen hat es mich sehr frustriert, wenn ich stellenweise Versuche verloren habe, weil das Auto random gegen irgendwas immun war. Warum wird es dem Spieler nicht einfach gesagt? Aber gut, das waren soweit die drei Pfade und ich will jetzt auch ein bisschen über das Postgame sprechen und auch noch über diverse andere Sachen. Bevor wir jetzt aber weitermachen, muss ich jetzt dringend mal über die Bugs und so weiter reden und die technischen Probleme des Spiels, weil das vor allem das Postgame später sehr, sehr krass beeinflusst hat. Also lass uns mal darüber reden. Ich weiß gar nicht, wo ich bei diesem Segment hier anfangen soll, weil es eigentlich so viel zu sagen gibt über die technischen Probleme von Generation 9, dass ich da locker 2 Stunden drüber reden könnte. Es könnten mehrere eigene Videos sein, aber ich will mich ein bisschen kurz fassen. Das Ding ist, Generation 9 ist ein komplettes Wrack. Und das gilt nicht nur für die Grafik, die natürlich aussieht wie von einem Spiel von vor 10 Jahren gefühlt. Es ist alles verpixelt und sieht mega hässlich aus. Es geht auch für die gesamte technische Umsetzung und die Performance und die Schattierungen und alles in diesem Videospiel. Es ist wirklich grausam. Wenn man beispielsweise sich auf der Overworld bewegt und ganz viele Pokémon spawnen und es passiert ein bisschen was im Game, dann gehen die FPS stellenweise auf unter 10 runter. Man ist kurz vor Standbildern. Ich habe sogar schon von Abstürzen gehört. Es ist wirklich eine Katastrophe. Bei einem Open-World-Spiel, was genau das machen möchte, mit wilden Pokémon auf einer offenen Welt rumzuspammen, weil das ja eigentlich cool sein soll. Es funktioniert in keinster Weise. Zudem gibt es überall im gesamten Spiel schreckliches Kantenflimmern an allen Ecken und Enden, weil nichts wirklich gepolished wurde, was halt die Grafiken und die Sprites angeht. Ja, und dann gibt es auch andere Probleme, wie die Schatteneffekte, die die ganze Zeit aufflackern und einfach grauenvoll aussehen. Ja, und wenn man beispielsweise in eine Höhle geht oder aus einer Höhle rauskommt oder aus einem Nebenarea, dann kann auch stellenweise mal, naja, quasi ein Tag-Nacht-Glitch fast schon passieren, weil das Licht dermaßen hin und her flackert von den Gebieten, dass da gar kein Übergang zu erkennen ist. Und das ist nur ein winziger Bruchteil von den Problemen von G9. Die technischen Probleme sind dermaßen schlimm bei diesem Game, dass der Metacritic User Score mittlerweile auf 2,9 gesunken ist. Weniger als 30% gut. Das Spiel wird von den Usern komplett gecancelt, selbst von stellenweise Pokémon-Fans, weil die dermaßen enttäuscht sind von der Firma. Und dann sieht man direkt daneben irgendwelche Kritiken von irgendwelchen Game-Magazinen oder Journalisten und muss sich dann sowas hier durchlesen. Despite some technical problems, the new formula created by Pokémon Scarlet and Violet for the franchise has delighted us. A wide variety of interesting Pokémon, a more mature story than usual, and a very fun gameplay cycle result in one of the most complete installments of the saga and an outstanding experience for players both veteran and new. 97% gut. Ich denke, ich muss zu sowas nichts mehr sagen, oder? Eine Gaming-Zeitschrift oder ein Journalist, der so einem Spiel hier 97% gibt, obwohl es gar nicht richtig spielbar ist, fast schon, der gehört einfach gefeuert. Der hat nie wieder einen scheiß Artikel über Gaming zu verfassen, das ist ein absoluter Trottel. Ich kann's wirklich nicht freundlicher sagen. Es ist eine Katastrophe, sich die Reviews durchzulesen, also hört bitte nicht auf die Fachpresse. Das Spiel ist ganz sicher keine 79% gut im Schnitt und es ist auch ganz sicher keine 60. Das Spiel ist schlicht und ergreifend in einem unfertigen Early Access State released worden und es wird auch nicht besser werden. Ich höre immer wieder 2 Entschuldigungen, wenn es um diese Game Freak-Spiele geht, vor allem auf der Nintendo Switch, was Glitches und schlechte Grafik angeht. Die erste Sache ist, dass es bestimmt noch gepatcht wird. Und das ist so eine dämliche Aussage. Wir haben jetzt schon seit einigen Jahren Switch-Spiele von Pokémon bekommen. Was wurde da jemals gepatcht?
Wenn Grafikbugs da sind oder irgendwas furchtbar aussieht, dann wird das bis zum Ende so bleiben. Es kann nicht sein, dass wir jedes Mal Trailer von Game Freak vorgesetzt bekommen und gefühlt die gesamte Community sagt, alles klar, Digga, der wird sich bis zum Release bestimmt noch richtig viel tun. Wir befinden uns da stellenweise ein paar Wochen vor Release bei diesen Trailern und die Leute haben aus irgendeinem Grund noch Hoffnung. Da passiert gar nichts mehr. Wenn ihr irgendwo seht bei einem Game Freak-Spiel, das ist keine finale Footage, da wird noch dran gearbeitet, ist das eine reine Lüge. Das Ganze bleibt am Ende so im richtigen Spiel enthalten und wir müssen mit der Grafik für immer leben. Und das zweite, was ich immer wieder von Fans höre, um die Grafik zu verteidigen, ist, dass das Spiel halt einfach auf der Nintendo Switch erschienen ist. Und dass die Konsole halt nicht mehr kann und Game Freak alles gegeben hat. Das ist aber ebenfalls kompletter Schwachsinn. Erstens habe ich schon bewiesen, dass zig Sachen aus dem Spiel gecuttet wurden, wie halt beispielsweise die Gebäude etc. und dass Zeitprobleme hier am Start sind, sollte jedem klar sein. Und zweitens gibt es halt einfach andere Switch-Spiele, die 10.000-mal besser aussehen. Guckt euch beispielsweise Legend of Zelda Breath of the Wild an. Das Spiel sieht klasse aus und war praktisch ein Release-Titel. Oder auch andere Spiele, wie beispielsweise Monster Hunter Rise bzw. Sunbreak, die auch offene Areale haben. Es gibt keinen Grund, dass ein Spiel auf der Nintendo Switch dermaßen scheiße aussieht. Und dementsprechend ist das einfach nicht zu verzeihen für einen Vollpreistitel von Game Freak. Das hat einfach nicht so zu sein. Ja, aber wo wir jetzt schon von den technischen Problemen reden, würde ich sagen, kommen wir mal zum Postgame, denn dort sind die mit am schlimmsten und es grenzt fast schon an Unspielbarkeit. Wenn man die eigentlichen drei Story-Pfade durch hat, also die Arenen, die Herrscher-Pokémon und Team Star, dann kann man später aufbrechen zum Schlund von Paldea, also das Zentrum von der Region, und das ist Zone 0. Und man wird dorthin gelangen, zusammen mit seinen Freunden, die man halt auf dem Weg gewonnen hat, vor allem auch mit Pepper, der das Ganze so ein bisschen einleitet, diese Story. Und ja, dann kann man den Schlund erkunden und was soll ich sagen, das ist an sich ein relativ cooles Biom, es hebt sich von der eigentlichen Open World deutlich ab und ist relativ impressive designed. Schlechte Grafik trotzdem, aber das Konzept ist gut. Das Problem ist nur, dass sich das Ganze absolut fürchterlich spielt. Ihr kommt dort an und ihr müsst zunächst mal 4 Observatorien anschalten in so kleinen Gebäuden, die ihr finden müsst und man muss dort zu Fuß rumlaufen zusammen mit den NPCs und wird währenddessen angeleitet von der Professorin, die ja bisher im Spiel nicht wirklich viel vorkam. Ich hatte sie bis hierhin ja nicht mehr erwähnt. Man muss hier aber deswegen zu Fuß laufen, weil die NPCs nicht mitreiten können und dementsprechend hat man wirklich lange Laufwege, die stellenweise locker 10 Minuten dauern können, durch Areale, die sich zu Tode lecken. Wir reden hier von einer FPS-Zahl von stellenweise unter 10. Ich hatte manchmal sogar Standbilder. Das grenzt an absolute Unspielbarkeit und natürlich ist das gesamte Szenario hier ein reiner Walking Simulator. Man macht währenddessen gar nichts. Man drückt A, während die Story scrollt, die halt erst am Ende wirklich Fahrt aufnimmt, ganz ganz am Ende. Und bis dahin muss man manchmal ein paar wilde Pokémon besiegen, zusammen mit NPCs, die keine Herausforderung darstellen. Es gibt da nicht mal Trainer oder so, es gibt einfach nichts. Ja. Und wenn man dann ganz am Ende mal unten angekommen ist, im Schlund von Paldea, gibt es einen coolen Story-Twist und auch einen finalen Endboss, der wirklich was zu bieten hat. Das war definitiv das Highlight des Postgames, aber alles bis dahin ist kompletter Abfall. Und jetzt habe ich damit ein Problem. Sehr viele Fans von diesem Spiel, beziehungsweise Verteidiger von Game Freak, sagen, dass die Story, die da im Postgame passiert, mit die beste ist, die Pokémon jemals zu bieten hatte. Und ich muss sagen, die ist auch relativ solide. Aber ganz ehrlich, Leute, wir reden hier über ein winziges Stückchen Story. Das Ganze ist keine episch erzählte große Geschichte, es ist nur ein kleiner Twist und das war's quasi und dann gibt's einen ganz netten Bosskampf. Lasst euch davon bitte nicht blenden. Game Freak hat auf euch gespuckt mit diesem Postgame. Man muss dort runterlaufen in diesen Schlund, mit einer Stunde A drücken oder sogar zwei manchmal, wenn es zu sehr laggt. Und währenddessen passiert überhaupt nichts. Das ist nichts als die ultimative Spielzeitstreckung und es ist absolut dreist. Und das will ich hier nicht hinter den Tisch fallen lassen. Ich war trotzdem dankbar für den Endboss und es gibt auch noch ein bisschen mehr im Postgame zu tun. Man kann beispielsweise in der Open World noch so Siegel finden und wenn man die komplettiert, kann man Türen öffnen, um dann ein Quartett aus 4 weiteren Legis zu finden, die man catchen kann. Die haben stellenweise sehr skurrile Designs, auf die Pokémon-Designs komme ich gleich nochmal zu sprechen,
aber die werden definitiv Fans haben. Das könnte man fast schon Collectible nennen, das fand ich ganz nett. Und es gibt auch beispielsweise mal wieder Arena-Leiter-Rematches und auch noch ein Turnier mit den Lehrern und so weiter, die man dann in a row besiegen muss, also es gibt doch ein bisschen Content. Für ein großes Open-World-Pokémon-Spiel allerdings ist das alles insgesamt ein bisschen mau, oder nicht? Also, da wäre schon ein bisschen mehr gegangen. Es sind aber zumindest ganz nette Ansätze zu erkennen, von dem furchtbaren Schlund von Paldea mal so ein bisschen abgesehen. Aber wo ich jetzt schon die Story im Postgame und so weiter mal angeschnitten habe, was ist denn mit der generellen Story? Wie würde ich die bewerten und wie sieht's eigentlich mit Nebenquests aus? Diejenigen von euch, die Legende Arceus gespielt haben, werden sich vermutlich sehr auf die Nebenquests von G9 gefreut haben, wo dann das Ganze so ein bisschen revolutioniert wird. Das haben zumindest die meisten gehofft. Denn das Questsystem von Legende Arceus war zwar eine nette Idee, aber es war noch sehr, sehr rudimentär und hatte kaum wirklich coole Cutscenes oder so, da war nicht so viel zu holen. Was hat also jetzt G9 gemacht, um das Ganze zu verfeinern? Naja, ganz einfach, sie haben es entfernt, es gibt einfach gar keine Nebenquests im gesamten Spiel. Ich mache an der Stelle keine Scherze mehr, die wurden einfach komplett entfernt. Es gibt nicht eine scheiß Nebenquest in der gesamten verdammten Open World. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so etwas erlebt, in einem Open-World-Spiel nicht eine scheiß Quest einzubauen. Sie haben es einfach gestrichen. Und eine richtige Story passiert wie gesagt auch nicht, im gesamten Spiel nicht. Um diese gesamte Akademie und so weiter wird nicht viel erzählt, man ist einfach nur ein Schüler, der später dann die Liga erreichen möchte bzw. ein starker Trainer werden will. Team Star hat eine kleine Story. Die ist jetzt aber auch nicht wirklich groß und es geht halt ein bisschen um Mobbing und so. Ja, und die Story mit Pepper und seinem Hund, den er heilen möchte, ist jetzt auch nicht krass impressive. Und dann gibt's noch das kleine bisschen im Postgame mit der Professorin und so weiter. Wie gesagt, da will ich nicht spoilern, aber das ist zumindest ganz nett. Das war's aber an Erzählungen von Haupt- und Nebenquests. Im gesamten Spiel. Ich habe dazu keine Worte. Das wurde vollständig gestrichen, vermutlich aus Zeitproblemen. Und das ist ein weiterer großer Beweis dafür, dass das Spiel komplett gerusht wurde und sich eigentlich so ein bisschen in einem Early Access State befindet. Ich will jetzt aber auch nochmal was Positives über dieses Spiel erwähnen und das ist tatsächlich die Terra-Kristallisierung. Also die besondere Mechanik von der 9. Generation, die Kämpfe so ein bisschen auf den Kopf stellen soll. Und wir bekommen sowas eigentlich mittlerweile in jeder Gen. In Gen 6 hatten wir die Mega-Pokémon, die natürlich erneut nicht zurückgekehrt sind, obwohl jeder Fan das haben wollte, aber auf die Fans zu hören wäre ja auch zu einfach. In Gen 7 hatten wir die Z-Attacken, die einfach nur One-Shot-Moves waren, nicht wirklich tiefsinnig. Und dann gab es in Gen 8 Giga Dynamax, was viele Leute ein bisschen kritisch gesehen haben. Und dementsprechend war ich nicht allzu begeistert, als mal wieder verlautet wurde von Game Freak, okay, wir machen wieder was Neues und dieses Mal ist es die Terra-Kristallisierung, die einfach jedem Pokémon gefühlt jeden Typ geben kann. Kann ja nur fair werden, oder? Ich muss aber sagen, es ist eigentlich ganz cool. Man kann damit quasi sein Pokémon zu einem anderen Typen machen und dann bekommt es halt neue Schwächen und eine neue Stab-Möglichkeit. Und das Besondere ist halt, dass man beispielsweise auch ein Normal-Pokémon zur Terra-Kristallisierung normal werden lassen kann. Und wenn das passiert, haben dessen normale Attacken doppelten Stab. Also, da kann man einige interessante Dinge mit tun. Ich habe ja eben schon erwähnt, dass die Arena-Leiter zum Beispiel damit coole Gimmicks auffahren konnten, wie ein Mogelbaum, was wirklich zu einer Pflanze wurde, und noch viele weitere Dinge. Das wäre sehr schön. Ja, man kann aber auch beispielsweise so Dinge tun, wie halt einem Pokémon mit Mal-4-Schwäche einen Terra-Kristallisierungstypen zu geben, der die Mal-4-Schwäche auskontert. Zum Beispiel könnte man Gyarados einfach zur Terra-Kristallisierung Boden werden lassen und dann ist es auf einmal immun gegen Elektro und hat keine Mal-4-Schwäche mehr. Da sind taktisch sehr viele Sachen möglich und vieles davon ist gar nicht so broken, wie man zunächst mal denkt, also scheint es auch relativ gut gebalanced zu sein. Natürlich darf man jetzt auch nicht zu voreilig sein, weil die Spiele noch sehr, sehr neu sind und sich erstmal eine richtige Meta formen muss. Aber ich persönlich habe den Eindruck, dass diese, naja, Bonusmechanik deutlich besser ist als Z-Attacken oder Dynamax. Ich habe mich also über die schon so ein bisschen gefreut, könnte man sagen. Aber natürlich hätte ich lieber Megas gesehen oder einfach gar keine Sondermechanik. Ich bin der Meinung, Pokémon bräuchte sowas eigentlich nicht unbedingt und deswegen bin ich grundsätzlich eher gegen sowas. Ja, worauf ich jetzt aber auch zu sprechen kommen möchte, ist Quality of Life. Und das ist ebenfalls ziemlich wichtig, vor allem wenn man beispielsweise Pokémon züchten möchte.
Man kann hier definitiv positiv erwähnen, dass in den letzten Jahren einiges an Quality of Life dazu kam in Pokémon und das wurde auch hier wieder so ein bisschen aufgegriffen. Es gibt beispielsweise die Möglichkeit, alle möglichen Competitive Items endlos in Shops zu kaufen, was ich sehr, sehr cool fand. Ja, und man kann sich beispielsweise TMs craften, um alle möglichen coolen Attacken freizuschalten. Und was auch zum Beispiel geht, sind Minzen zu kaufen, einfach so in der Apotheke, später im Playthrough, um sein Wesen zu ändern. Man bekommt Kronkorken, um seine DVs zu verbessern, sogar bevor man Level 100 erreicht hat und. Also da hat Game Freak wirklich einiges getan und es war auch längst überfällig. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, Game Freak dafür zu sehr zu loben, weil es eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, Quality of Life ins Franchise einzubauen, aber ich will es zumindest hier positiv erwähnen. Es gibt aber leider auch hier mal wieder so ein paar Sachen, wo ich mich frage, warum zur Hölle muss das sein? Beispielsweise sind TMs wieder verbrauchbar. Wenn man Surfer einmal auf der Overworld findet als starken Wassermove und es seinem einen Pokémon beibringt, ist die TM weg. Dann kann man sie zwar neu craften im Pokémon Center, das ist jetzt möglich, aber dafür muss man erstmal Materialien durch Autokämpfe auf der Overworld farmen, was eine Weile dauert. Es ist einfach nur time-consuming und soll die Spielzeit strecken. Nichts anderes. Es bietet ansonsten keinerlei Mehrwert. Wenn man seinen Terra-Kristallisierungstyp ändern möchte, bei seinem Lieblings-Pokémon, was man gerne competitive verwenden möchte, dann muss man 50 Scherben farmen, um seinen Terra-Kristallisierungstypen ändern zu können. Und dafür muss man in Raids die richtigen Pokémon antreffen, die den richtigen Typen haben, um dann so eine Handvoll Scherben vielleicht mehr rauszubekommen, um dann eines Tages mal 50 zu erreichen. Und was passiert, wenn ich einen Typ jetzt nochmal ändern möchte? Muss ich dann nochmal so lang farmen für ein Pokémon? Das ist überhaupt kein Quality of Life, das ist einfach nur wirklich nervig und unnötig. Es wurde aber auch noch was entfernt, was ich ziemlich nervig finde. Und zwar gab es immer die Möglichkeit, wenn man ein gegnerisches Pokémon gekillt hat, sofort zu wechseln. Und das war komplett busted. Das haben gute Spieler immer sofort in den Optionen ausgeschaltet. Und diese Entfernungsbutton, um das auszumachen, wurde einfach aus dem Franchise getilgt. Das gab es schon immer. Warum entfernt man sowas? Ich meine, man kann natürlich trotzdem einfach Nein drücken beim Pokémon-Wechseln und alles ist okay in gewisser Weise, aber da muss man es jedes Mal wegdrücken, für immer. Man wird das nie wieder deaktivieren können. Komplett sinnlos und unverständlich. Normale Spielentwickler hätten sich gedacht, okay, nur Open World bietet so viele Möglichkeiten, da kann man das Optionsmenü erweitern, damit jeder sich sein Spielerlebnis irgendwie angleichen kann. Was macht Game Freak? Sie entfernen einfach was. Ich meine, wieso auch nicht? Ja, und was ich natürlich auch mal ansprechen sollte, sind die eigentlichen Pokémon-Designs. Gefallen mir die eigentlich? Ich muss sagen, ich habe mit dem Gedanken gespielt, ein Video zu machen, wo ich halt über alle Gen 9 Designs im Detail rede und wie sie mir gefallen. Wenn ihr das sehen wollt, könnt ihr mir sehr gerne mal schreiben. Aber ich werde jetzt hier mal kurz zusammenfassen, was meine Meinung ist über die Gen 9 Designs. Es ist aber wie gesagt subjektiv und von daher könnt ihr das vielleicht vollkommen anders sehen. Ich persönlich bin der Meinung, Gen 9 hat erneut mal wieder stellenweise recht coole Pokémon rausgebracht. Beispielsweise mag ich die Basisformen der Starter ganz gerne. Es gibt jetzt endlich ein Delfin-Pokémon und es gibt noch viele weitere schöne Designs, ich werde hier einfach mal ein paar davon einblenden. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass ich das Gefühl habe, dass Game Freak so ein bisschen gerade auf dem Trip ist, bewusst auch hässliche Designs einzufügen und unnötig skurrile Ideen. Beispielsweise hat man den Delfin dadurch ruiniert, dass er eine weitere Form hat, wenn er geswitcht wird und dann geht er in den Heldenmodus, der nicht nur unbalanced und overpowered ist. Ja, er sieht auch noch absolut grottig aus. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber ich finde ihn furchtbar und es hat mir das Design vollständig zerstört. Im Schnitt würde ich sagen, hat Gen 9 zwar gute Designs, aber ich finde es bei weitem nicht die stärkste Region. Ich würde es eher im unteren Mittelfeld ansiedeln, wenn nicht sogar noch ein bisschen schlechter. Und diese Designs, die auf Kampf einfach ugly aussehen sollen oder meme-mäßig, finde ich ein bisschen fragwürdig. Was mich aber auch enorm stört am Pokédex von Paldea, ist tatsächlich das reine Chaos. Denn es gibt jetzt so viele verschiedene Dinge und ich blicke fast gar nicht mehr durch. Es gibt die Regionalformen, die waren ja noch ganz nett. Dann gibt es jetzt mittlerweile alternative Formen von alten Pokémon, die keine Regionalformen sind, beispielsweise Schlickda und so. Das ist etwas merkwürdig und ich feiere das überhaupt nicht, aber gut, wie auch immer. Dann gibt es die Zukunftsformen, es gibt die Vergangenheitsformen,
Es gibt Entwicklungen für alte Pokémon, wie das neue Girafarig oder das neue, sehr, sehr fragwürdige Dumiesel-Design. Es gibt viel zu viele verschiedene Sachen und ich habe das Gefühl, dass wir spätestens bei Generation 12 oder so von jedem scheiß Kanto-Pokémon 5 verschiedene Versionen haben. Und ich möchte das nicht. Bringt doch einfach vorwiegend neue Designs raus. Man muss nicht immer Kanto melken, es geht doch auch anders. Aber gut, das ist meine Meinung, das könnt ihr meinetwegen anders sehen. Was ich aber auch komisch finde, ist, dass halt die Vergangenheits- und die Zukunftsformen keinen richtigen Pokémon-Namen haben. Die heißen sowas wie Brüllschweif oder so. Und das ist sehr, sehr weird. Da bin ich absolut kein Fan von. Ich würde aber sagen, ich habe jetzt langsam genug geredet über das Spiel und ich gebe jetzt mal ein kleines Fazit ab. Ich muss sagen, der 9 hat an sich relativ nette Ansätze. Diese offene Spielwelt mit den 18 Orden und so weiter, die verschiedene Arten von Orden sind, das finde ich alles optimal. Das hätte man so machen können und es wäre ein prima Spiel geworden. Aber Game Freak hat so viele Sachen überhaupt nicht verstanden über Open Worlds oder überhaupt versucht, dass sie es vollständig ruiniert haben durch dämliche Entscheidungen. Allein schon, dass die Welt nicht mitskaliert, ist einfach nur unverzeihlich und terminiert das gesamte Spielkonzept. Ja, und die Bugs und die Lags und die technischen Probleme sind natürlich auch eine Katastrophe. Das Spiel ist wie gesagt eine reine Alpha-Version oder Early-Access-Version und definitiv kein fertiges Videospiel. Und ganz ehrlich, es ist auch kein Wunder. Wer so dämlich ist, im selben Jahr mehrere Spiele zu releasen, die komplett unfertig sind, aber auf Kampf Open World sein müssen, dann können die Spiele natürlich nicht fertig werden. Die haben eine Deadline, die kann Game Freak gar nicht einhalten. Die haben viel zu wenig Mitarbeiter, die viel zu unerfahren sind und es läuft einfach alles jedes Mal auf eine Katastrophe hinaus. Sie werden sich aber so viel Zeit vermutlich niemals lassen, weil sie ganz viel Merchandise rausbringen wollen und ganz viele Spiele verkaufen wollen. Ja, das Geld ist dann einfach wichtiger, als ein wirklich fertiges Spiel zu releasen. Also werden diese Probleme vermutlich nie gefixt werden und Gen 10 wird genauso aussehen. Die Zukunft sieht wirklich finster aus, was das angeht. Pokémon braucht dringend mehr Zeit. Wenn man sich wirklich mal 2 bis 3 Jahre hinsetzen würde und ein fertiges, gutes Open-World-Spiel programmieren würde, mit endlos vielen coolen Details, Easter Eggs und gut durchdachten Ideen und einem netten Schwierigkeitsgrad, könnte ein Meisterwerk entstehen. Aber Game Freak will das gar nicht. Denn ihr kauft ja alle. Ihr kauft ja einfach alle trotzdem. Zumindest einige von euch. Und ich höre da immer wieder das Argument, okay, boykottieren bringt ja eh nichts, weil es kauft doch eh jeder, also kann ich es mir auch kaufen. Wer so denkt, ist ein absoluter Mitläufer. Und dann wird sich auch in Zukunft nichts bessern. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ich hab's doch auch gekauft. Ich kann aber zumindest mit meiner Reichweite ein Video machen, wo ich über dieses Dreckspiel aufkläre und sage, was die Probleme sind. Und dann habe ich Game Freak Gott sei Dank mehr geschadet, als ich sie mit meinem einen Kauf unterstützt habe. Und deswegen habe ich so ein bisschen die Situation vorangebracht. Zumindest habe ich das Gefühl. Und ja, deswegen habe ich es mir gekauft. Ich würde es euch aber nicht wirklich empfehlen. Generation 9 ist eine absolute Frechheit. Und vielleicht wird Game Freak durch die ganzen schlechten Bewertungen mal aufwachen, eines Tages. Denn früher oder später wird es sich in den Verkäufen widerspiegeln. Und dann ist Pokémon ganz schnell mal tot. Und es wäre sehr schade, wenn das passieren würde. Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Es war leider ein recht trauriges Video. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Yu-Gi-Oh!-Kanal und rechts daneben ist mein Sponsor. Und rechts daneben sind noch 2 Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.